Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Baslerinnen und Basler. Der 1. August ist in diesem Jahr anders als sonst. Vieles, was uns lieb ist, kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Das grosse Fest und das Zusammensein hier am Rhein oder die Feier auf dem Buderholz. Der 1. August ist 1891 als Nationalfeiertag festgelegt worden. Er bezieht sich bekanntlicherweise auf den Bundesbrief von 1291, wo Uri, Schweiz und Unterwalden sich in einer schwierigen Zeit verbündet haben, um sich gegenseitig zu beschützen. In einem ganz anderen Sinn befinden wir uns in diesem Jahr in einer schwierigen Zeit, wo wir uns gegenseitig schützen müssen. Das Coronavirus hat uns alle schon Ende Februar aus unserem Alltag gerissen und es bestimmt noch heute unser Leben. Wir sind alle verunsichert gewesen, was soll man machen? Die Regierung musste handeln. Der Entscheid, die Fasnacht ganz abzusagen, ist uns sehr schwer gefallen. Im Nachhinein hat sich der Entscheid aber als richtig erwiesen. Seither ist viel passiert. Es hat sich gezeigt, auf ein neues, so gefährliches Virus sind wir nicht gefasst gewesen. Man kommt sich hilflos vor, man spürt Grenzen von unserem Einfluss. Und doch haben wir gesehen, wir haben zwar nicht alles unter Kontrolle, aber wir können handeln. Viele Massnahmen haben sich als wirksam erwiesen. Die Schweiz hat keinen Grund, überheblich zu sein, aber es hat sich doch gezeigt, dass unser demokratisches, föderalistisches System auch in einer Krise funktioniert. Und diese Krise hat in der Gesellschaft auch positive Kräfte geweckt. Wir haben viel gelebte Solidarität gesehen. Wir haben auch erfahren, dass wir einen Sozialstaat brauchen. Wir brauchen einen Staat mit einer funktionierenden Infrastruktur und ein gutes Gesundheitswesen ist in keiner Art und Weise ein Luxus. Der Staat ist in einer solchen Krise ein zentraler Akteur. Er kann rasch handeln und Mittel zur Verfügung stellen. Aber wir haben auch gesehen, dass sich Probleme nicht mehr in den Nationalstaaten allein lösen lassen. Gerade die Grenzschliessung hat uns in der Region Basel hart getroffen. Unser normaler Lebens- und Wirtschaftsraum ist eingeschränkt worden. Unser Lebensgefühl ist beeinträchtigt worden. Wir sind uns bewusst worden, wie eng wir hier in der trinationalen Region zusammenleben. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn auch die Grenzgänger und Grenzgängerinnen nicht mehr hätten können nach Basel kommen. Wie hätten unsere Spitäler und Betriebe denn noch funktioniert? Zum Glück haben wir unsere elsässischen Nachbarn mit der Übernahme von Schwerkranken in unseren Spitälern können unterstützen. Und wir haben auch gesehen, dass wir in einer Welt leben und dass internationale Zusammenarbeit lebenswichtig ist. Nur so können wir das Virus in den Griff bekommen. Das gilt nicht nur für die Corona-Krise, es gilt auch für viele Probleme, die uns beschäftigen oder auf uns zukommen. Der wirtschaftliche Wiederaufbau, die Frage der Migration, die Digitalisierung, wo immer wir anschauen, wir sind auf internationale Zusammenarbeit angewiesen. Das gilt ganz besonders auch für die Klimakrise. Die hat sich ja nicht einfach erledigt. Sie ist genauso global wie das Virus. Sie trifft nicht nur den Permafrost in Sibirien, sondern genauso unsere Gletscher. Wer unsere Heimat schützen will, muss Klima schützen. Nationales und regionales Handeln und internationale Zusammenarbeit sind keine Alternativen oder sogar Gegensätze. Beides ist dringend notwendig. Der Bundesbrief von 1291 redet von der Arglist der Zeit. Auch heute im Jahr 2020 ist die Zeit arglistig. Wir müssen mit vielen Unbekannten rechnen. Es ist unklar, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Die Klimakrise sitzt uns im Nacken und fordert Lösungen. Und gleichzeitig brauchen wir eine funktionierende Wirtschaft. Es ist nur natürlich, dass es hier verschiedene Vorstellungen davon gibt, was man jetzt machen sollte. Unser bewährtes Rezept für solche Situationen ist die offene Diskussion. Ich begrüße es darum sehr, dass es jetzt eine breite Debatte über die richtigen Massnahmen gibt. Nur so bleibt die Demokratie handlungsfähig. Vertrauen wir auf sie. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Wir können und müssen sie gemeinsam gestalten.
gemeinsam hier in Basel, gemeinsam in unserer Region, gemeinsam in der Schweiz, gemeinsam in Europa und der Welt. Die Regierung wünscht Ihnen einen schönen 1. August.